Gehen wir doch einfach mal hin. Und ja, da muss ein Buch drin sein, oder ein... Also finde den Weg der Aufseherin. Oh, ich muss... Bin überladen. Ich komme nicht so schnell hinterher. Oh, da muss ich wieder was saufen. Boah, die 10% mehr Schaden machen sich auf jeden Fall bemerkbar. Boah, jetzt bin ich nicht mehr überladen. Der Bourbon, wenn du einen saufen tust, dann bist du stärker. Du kannst mehr schleppen. Ortec-Uni. Bist schon drin, ne? Ja, gerade reingegangen. So, wo soll das sein? Hier vorne geradeaus, oder was? Ach, hier. Persönliches Aufsehertagebuch. 4 Jahre lang drehte sich alles nur um Wurzeln. Ich hatte hervorragende Noten und trug beim Abschluss den Aufseheranzug. Papa war so stolz auf mich. Er kam, obwohl er schon krank war. Ich hatte wohl die richtigen Leute beeindruckt. Tagebuch der Aufseherin, Eintrag 4. Angeboten wurde. Ich war gerade erst mit der Uni fertig. Kontrollpunkt erreicht. Sowas dauert eigentlich Jahre. Ich glaube, das hatte ich schon mal abgeschlossen. Vielleicht, das weiß ich bloß jetzt nicht. Aber man kann es wohl auch doppelt abschließen. War. Als ich erfuhr, dass Wort 76 gebaut werden würde, freute ich mich so sehr, dass ich aufsprang und durchs Wohnzimmer tanzte. Folge dem Weg der Aufseherin. Appalachia würde sicher sein. Wo ist der Ghoul? Was auch geschehen sollte. Genau in dem Augenblick machte Evan mir einen Antrag. Dieser Dummkopf. Er wusste, dass ich nicht Nein sagen würde, als ich die Neuigkeiten gehört hatte. Er kannte mich besser als irgendjemand sonst. Papa starb ein paar Monate, abgekochtes Wasser und eine Teebeere. Zusammengezogen waren. Leveln und looten. Er hatte mich unbedingt immer Spaß zum Altar führen wollen. Man weiß nie, was man bekommt. Eigentlich ging es dort auch gar nicht hin. Oh, hier sind Überseekoffer. Bauplan Single-Action-Revolver, geil, Elfenbein. Das ist ja geil. Immer mitnehmen. So, jetzt hast du auch denselben gehabt, den Bauplan? Nee. Okay. Mingus Protection, das Holoband. Jetzt halt... Sagt er jetzt, achso, ich muss jetzt die Holoband abspielen. Ja, ich habe da schon doppelt, das habe ich mir schon gedacht, aber macht ja nichts. War stolz. So. Jetzt habe ich mal die anderen. Müssen hier irgendwie? Was? Ich habe mal die anderen Missionen alle ausgeblendet. So verwirrend. Weißt du schon, wo wir lang müssen? Nö, ich gehe erstmal raus. Da war bloß das eine Ding, dann müsste nur noch das eine sein. Haben wir ein bisschen Fort Flotter hier. Nee, das ist andere Mission. Kunde. Ach,
Ach, hier ist mein Camp. Na, Robin Hood Camp. So, wir müssen sowieso ungefähr in die Richtung, wo dein Camp ist. Wo habe ich denn jetzt die Markierung? Da anscheinend, ne? Da, ja. So Richtung Norden ist das. Ja. Wo denn? So. Bin überladen, das ist das Problem. Deswegen müsste ich eigentlich auch mal zu meinem Camp jetzt. Was abzulegen. Kannst du zu meinem Camp gratis reisen? Müsste normalerweise gehen, ja. Wollen wir da mal hin? Ja. Ja. Ich will ja auch was kochen. Lass uns denn mal zu meinem Camp reisen und von da aus können wir wieder runtergehen. So. Ach, ich bin überladen und kann nicht schnell reisen. Das ist ja ätzend, ey. Das ist natürlich super. Blöd, da muss ich hier, ja, das bringt dann ja nicht so viel. Aber ich will ja auch was kochen, wie gesagt. Deswegen werde ich jetzt erstmal, muss ich jetzt noch eine Ach, ich kann das Camp auch hier aufbauen. So. Bleibst du hier bei mir? Ja, ich reise wieder zurück. Ja. Bau das mal woanders auf. Das haben sie jetzt auch geupdatet mit dem Update, dass man das nicht mehr so, dass man das überall besser hinbauen kann. Ja, das ist, wenn es grün leuchtet und so, ne? Ja, das geht erst an mehr Plätzen. Hier geht's nicht, ne? Nee. Ich habe ja noch gar kein Camp. Nee? Nee, ich hab noch nichts aufgestellt. Ich habe ja gesagt, ihr habt das noch nicht probiert. Du bist hier hinten. Wo kann ich das denn jetzt bauen, sag mal? Ja, komm, wir gehen weiter nach Norden. Wir müssen sowieso weiter nach Norden. Ja. Ja gut, wir können es auch da unten aufbauen, ja, stimmt. Ja, dann zeig mir mal, ich Platz, mal wo das aufbauen Markierung. Kann. Ich habe mal Markierung gesetzt. Ach so. Da war da ein bisschen außerhalb von der Stadt, weil ich glaube nicht, dass es in der Stadt selber geht. Nee, deswegen ja. Ich suche jetzt Platz, aber ich kann ja nicht schnell laufen. Dann such du mal ein, wo man das bauen. Ach, du hast gar keins. Ich laufe einfach mal zu der Markierung, wo ich gesetzt habe. Vielleicht geht's ja da zu bauen. Ja, hier aber in der Stadt auf jeden Fall nicht. Das geht nicht. Muss außerhalb sein. Rad X. Schmutziges Kissen. Aha. Klebeband, das braucht man auch immer. Ja, Klebeband und Kleber. Wo denn hier? Boah. So, raus hier. Hab ich denn noch einen Bourbon oder was, dass ich den noch nehmen kann, weil... Brauch Stärke. Dann nehme ich mal so ein Buffon. Kann ich wieder schnell laufen, ne? Nee, immer noch nicht. Kurzzeitig. So, und hier unten kann man das denn irgendwo in der Wildnis bauen. Warte mal. Hier bei der, wo ich bin. Hier werde ich es gleich mal versuchen hinzustellen. Mhm. Gucken. Kämpfe legen, linker Button. Ah, ich kann es hier schon bauen. Wunderbar. Okay, hat 9 Drohnenkorken gekostet, aber das macht jetzt nichts. Ich habe schon 330. So. Bauen. Werde ich erstmal eine Kiste hier hinstellen. So. Und? Weiß nicht. Blaupause, ne? Geht noch nicht. Was wollte ich denn jetzt noch zum...
Rüstung, nein. Ach, wollt cool. ihr noch was Herstellung hier? Kochstation. So, die Kochstation stelle ich hier hin. So. Jetzt kannst du... du kannst natürlich jetzt nicht in meine Kiste was reinlagern, das geht natürlich nicht. Doch, ich kann da okay. drauf zugreifen. Die Frage ja. ist halt nur, ja, die Frage ist halt nur, ob Fremde auch das sehen. Nicht, dass die mal was stehlen, nein. weißt du, wenn ich das einfach so rumstehen lasse, das Camp. Wieder weggenommen. Aber das ist ein bisschen bauen wechseln. Und jetzt will ich da mal was reinpacken, verdammt. Geh mal raus hier aus dem Bau. So bauen wechseln. B. Nein. Ach, verlassen, so. Jetzt haben wir es. Kann ich da nämlich was reinpacken. Holz, rechtes Bein kommt schon mal weg. Lagern. Das Bein, nein, auch weg. Rechter Arm. Hast du die Kochstation? Kochstation? Ne, du hast doch schon was gebaut, ja. Ja, da kannst du kochen, wenn du willst. Ja, habe ich schon. So. Das Verdorbene schmeiße ich gleich weg, das bringt nichts. Der Arm war das hier 2 bis 4. Der Arm, das ist ja besser, was ich hier habe, dann werde ich das wegpacken. Rechter Arm kommt weg. Wenn noch. Acht aktiv, 8, 1. 7. Das packen wir auch weg. Das habe ich schon mal ein Ende mehr. Das hier Lederrüstung. Aber das soll jetzt erstmal reichen. Ich meine, ich kann natürlich noch Waffen wegpacken. Die Brandaxt ist immer noch gut. Der Baseballschläger, der wiegt 3, die wiegt 4, dann packe ich die Mehrzweckaxt auch weg. Jagdgewehr packe ich auch weg. Laserpistole. Boah, das Scharfschützengewehr, das packe ich weg. Das wiegt 8. Also, jetzt habe ich aber genug weggepackt. So, und jetzt werde ich aber schön was kochen. Weil da geht eine Menge. Ich kann anscheinend mein Camp nicht in der Nähe von dir aufbauen. Nee, nicht direkt daneben. Da musst du schon ein bisschen weiter weg sein. Ja, ja, ein bisschen weiter. Das ist ganz gut weit weg. Ach, mit Opossum kriegt man fantastische Opossum-Bacon, Alter. Das ist gut. Galaken. Aber ich brauche unbedingt neues Holz, ey. Was kann ich noch machen? Maulwurfsratten happen. Da gibt es bestimmt eine Menge. Aber ich habe nur noch 5 Holz. Aber.
gerne was zu trinken machen. Ich habe auch kein Wasser mehr. Na gut. Ordentlich was zu essen. Wollen wir auch gleich mal was essen. Ich muss nachher auch noch was essen, wenn wir fertig den Zock haben, meine lieben Freunde. Ja, und die Häuser kannst du ja irgendwie immer mitnehmen, ne? Oder musst du immer komplett neu bauen? Das Camp? Ja. Nö, das kannst du wieder abbauen und woanders wieder aufbauen. Ja, ja, aber wenn du jetzt was Größeres baust, ist es ja dann weg, ne? Also du musst ja alles wieder neu hinbauen. Das auf jeden Fall, ja. Ich glaube schon, ja, dass das so ist. So, das meine ich ja, klar. Also. So. Ja, ich habe hier im Umkreis nichts. An Quests. Hier oben habe ich eine Quest. Finde einen Weg in den Damm von Quefton. Das können wir mal machen. Dann reise ich jetzt schon mal los, ja? Dann kannst du mir hinterher reisen, ja? Mhm. Okay. Machen wir mal eine. Ich brauche 3 Kronkorken. Macht ja nichts. Weil die Frage ist jetzt, wenn ich da jetzt was reinlege in das Camp, ist es dann auch da, wenn ich es mir irgendwo herrufe? Also wenn ich es dann wieder... Das weiß ich alles nicht. Weil ich das selber doch nicht gemacht habe. So, reißt du mir hinterher? Ja, ich leg mal hier was rein. So ein Bündel Glasfaser. Okay. So. Mir noch eine Pfeife. Entfernen. Du bist da, da oben. Hier ist ein Staudamm. Da muss ich rein. Das heißt, ein ungelöster Fall. Ja, genau. Finde einen Weg in den Damm von Crafton. Optional repariert. Ne, einfach nur wissen. Das. So, da wollen wir mal sehen, wo das ist. Moment. Da oben, ne? Ja, wir müssen Richtung Norden. Ah, hier sind Blumen. Jetzt ist die Grafik am geilsten, weil es richtig schön hell ist. Ja. Jetzt ist richtig geil. So, da. Da hinten ist der Damm. Der wird schon geballert. Ja. Finde einen Weg da rein, ja. Ach, hier ist ein Generator. Das kann natürlich sein, dass hier ein... Ach, hier ist noch ein Spieler. Der hat hier alles aufgebaut, Alter. Kommst du? Ja. Hier ist der Kollege, der Level 23. Rüstungswerkbank. Bastelwerkbank. Ja, also wenn ich jetzt hier eine Kiste habe, der hat ja hier eine Kiste, dann sind die ganzen Sachen da drin, die ich da schon mal reingepackt habe. Persönliches Aufseher-Tagebuch. 4 Jahre lang drehte sich alles nur um Vortec. Ich hatte hervorragende Noten. Ja, Glasfaser-Optikbündel. Cool. Papa war so stolz auf mich. Er kam, obwohl das ist gut. Bei den platt hauen? Nee. Nee. Ach, ich kann mich hier aber erstmal hinlegen und schlafen. Kann ich nämlich alles hier mal reintun. Sowas dauert eigentlich Jahre. Vielleicht wussten sie, dass der Krieg unvermeidlich war. Als ich erfuhr, dass Wort 76 gebaut werden würde, freute ich mich so sehr, dass ich aufsprang und durchs Wohnzimmer tanzte. Appalachia würde sicher sein. Wenn man nachher noch leckeres Hühnchen machen. Genau in dem Augenblick machte Pfanne. Evan mir einen Antrag. Dieser Dummkopf. Ja, der Fuchs in der Pfanne, verrückt. Nein sagen würde, nachdem ich die Neuigkeiten gehört hatte. Man sich nämlich hinlegt, dann kriegt man mehr EP. Als
5% EP-Bonus, glaube ich. Wenn man sich gut ausgeruht fühlt. Nachdem Evan und ich zusammengezogen waren. Er hatte mich zum unbedingt zum Altar führen wollen. Naja. Eigentlich ging es dort auch gar nicht. Kann ich bis Rüstung reparieren? Das wollte ich eigentlich nicht. Ich wollte Waffen machen. Ich glaube, es wird Zeit, nach Hause zu gehen. Ja, ich versuche mal. Das schulde ich Evan. Der hat auch schon eine coole Rüstung. Ah, okay. Dann hat sich meine Frage gerade erübrigt. Weil ich wollte gerade wissen, muss ich die Sachen bei mir haben oder reicht das, wenn es so eine Kiste ist? Aber es reicht, wenn es so eine Kiste ist. Das ist gut. Kann ich nämlich auch mal die ganzen Waffen verwerten, den ganzen Scheiß weg, alles weg. Alles, was ich nicht mehr brauche. Oh. Oh, Leder, ich brauche Leder, ich habe nicht genug Leder, ey. Schade, hast du noch ein Leder? Nee. Gerade alles so weit verwerten, was ich noch hab. Weil ich hab alles immer verkauft, weil ich nicht wusste, ja. Wo legst du das jetzt alles hin, weißt du? Du kannst ja nicht immer alles mittragen. Die haben wir auch doppelt. Weg damit. Planke könnte ich eigentlich auch weg, oder? Ich habe jetzt die Axt. Schaden 32, die hat 44. Machete könnte ich auch weg. Fernglas, weiß ich nicht, ob man das so oft braucht. Er macht nicht so viel, aber wir wollen gleich weitermachen hier. Nö, ich mach mein Inventar halt komplett leer soweit. Transferieren. So, alles weg. Notizen wiegt eh nix. Gut. Bist du gleich soweit? Wo bist du? Da. Bist du jetzt soweit oder was? Jo, hab mein Inventar mal komplett leer gemacht. Bis auf die Waffen gut, halt. Dann lass uns jetzt mal in den Damm rein. Was bloß nicht, wo man da. Dann müssen wir nach oben. Dafür müssen wir nach oben. Aber dann müssen wir wieder hier irgendwie lang. Oder einen Weg durchfinden. Genau, ich laufe einfach mal hier hinter. Entdeckt, Damm. Na. Das ist schon mal gut. So. Wir kommen nicht rein, ne? Ist zu. Wäre zu einfach. Ach. Was heißt der einfach? Oder sind Radfässer? Na. Ist es doch, ja. Oh. Oh, das ist ja hier nur rumgehopse wie bei Super Mario, Alter. Ach, das ist er, der da lang. Oh, ich hab gerade gedacht, was läuft denn da rum, Junge? Ist er da mit der Rüstung da? Aber da im Damm ist auch eine geile Posi, muss ich echt mal sagen. Oh, hier sind Gegner. Dann machen wir die platt.
Ach, das sind Supermutanten. Da musst du tierisch aufpassen. Boah, Level 16. Die krieg ich doch nie tot. Doch, natürlich. Ich habe schon Level 30 Gegner platt gemacht. J5. Da müssen wir aber machen um die Mission. Codeabschnitt J5. Silo Alpha. So, jetzt pass auf, das geht jetzt los. Ja, ich sehe schon. Die haben Level 16, die machen einen Schlag und bin weg. Oder meinst du nicht? Ja, das kannst du nicht lange. Boah. Er ist gleich tot. Zu zweit geht das wohl. Aua. Oh, Alter, ich Alter. Bin auch tot. Ich bin gleich am Frecken. Schnell Steampack. Steampack. Hey. Bist du noch da? Ja, ja, ich muss zur Scheide rennen. Schnell Steampack und dann kannst du dich retten. Dann kannst du mir wieder aufhelfen. Weil wir haben die ja schon geschadet. Nicht, dass ich jetzt hier sterbe. Ja, das Problem ist, ich. Ja, super, jetzt kommen noch mehr. Die ballern richtig hart, Alter. Sind halt super Mutanten. Der hat eine Granate geschmissen. Ja. Bin gleich hinüber. Boah, das sind zwei. Die sind viel zu stark. Ja, versuch mich zu heilen. Ja, was denkst du, was ich mache? Ich komme ja bloß nicht da hin. Da sind zwei im Weg. Ja, dann komm von aus. Mehr wie rennen kann ich nicht. Bin gleich tot. Ja. Kann nichts drücken da. Zu viele Gegner. Bist du tot? Ich bin jetzt am Verrecken, ja. Na gut, dann spawnen wir nochmal neu. Ja, da muss man eben mit Schusswaffen ran. Oh, da brauchen wir echt gute. Ich hab gute Schusswaffen. Glaube ich. Ich hab hier die Somerset. Die macht 50 Schaden. Jagdgewehr auch. Somerset? Na, die habe ich auch, ja. Ja, gut. Die hat mehr Reichweite, das Jagdgewehr. So wie viel Munition ich davon hab. Na, ja, müssen wir genau gucken, oder? Nee, mit AP, du kannst ja die anvisieren. Dann trifft er immer. Weil die haben schon ein bisschen Schaden jetzt gekriegt. Glaube ich zumindest. Wie mit AP anvisieren? Ja, komm mal her. Ja, natürlich kann man die anvisieren, wie bei Fallout 4. Kostet AP und der trifft er immer. Ach, du meinst das Watz-Modus. Watz meinst du, ja? Ja, natürlich. Ja, dann komm mal zu mir jetzt. Ich muss erstmal die Waffen jetzt suchen, weil es bringt nichts, wenn wir jetzt da wieder reinrennen. Wie die Waffen suchen? Ja, ich wollte die gleich auf F legen. Ja, dann werde ich die mit dem hier schon mal anlegen. Schaden jetzt. 19, das macht keinen Sinn. Die macht Schaden 40. Oh Mann ey! Schaden 50. Ignoriert 50% der Rüstung. Du musst schon wieder ein neues spawnen, ey, der hat. Das ist ein Revolver. Gleich. Aber ich habe bloß 36 Schuss. Ich habe 41 Schuss. Ich muss erstmal meine Sachen zurückholen. Also wir hatten gleich eine Molly geworfen, Alter. Ist doch hier die Arschlöcher, ey. Die Chance ist 2%, dass ich das treffe. Sind meine Sachen jetzt weg oder was? Nein, die hast du noch alle dabei. Ja, jawohl. Die macht richtig Damage. Headshot. Nochmal ein Headshot. Ich sehe es daneben. Ja, mit Headshots geht's. Vorsicht. Hör da noch ein. Der kommt hier unten hoch. Nee, das ist der andere. Drei Stück. Genau, verbrennt euch selber. Mein Jagdgewehr ist astral. Down.
Komm her. Zeig dich, wo ist er? Mel. Noch ein Headshot, jawohl, nochmal. Jawohl. So. Alter. Die haben guten Loot, Alter. Kronkorken, Patronen. Jawohl, geil. Die Hünden lag auch noch irgendwo, ne? Hier. Okay, hat bloß eine Planke. Du meinst, ich hab meine ganzen Sachen noch? Ja, ja, ich hab meine auch nicht verloren. Du verlierst, glaube ich, nur Geld oder irgendwas. Das wäre ja auch schlimm, wenn das denn alles weg wäre. Also das wieder gar nicht, Alter. Danke nämlich noch. So, und hier unten noch die Leute looten. Oh, da ist noch einer. Da ist aber anscheinend inne drin. Automatisches Improvgewehr. Nehme ich auch noch mit. Oh, ich habe gehört. Kampf. Doch. Erfordert Skill 3. Na, wir kommen hier nicht so. Kommen wir nicht einfach rein. So, ich habe alles gelootet. Was hört ihr hier piepen? Ist ja irgendwo eine. Ne, doch, da ist eine Mine, ja. Mir untersteht jetzt meine eigene Truppe. Das hätte keiner erwartet, was? Aber jetzt, wo der Sarge. Nein, Ritter. Hast du das Holoband eigentlich auch? Neue Rekruten ausbildet? Ich werde erstmal die Mine jetzt wegmachen. Ich habe ihm unsere Mission erklärt: Handelskonvois zu begleiten, die Freaks vom Wildenwald von der Zivilisation fernzuhalten und vielleicht. Ach nee, das ist der Typ, der hier liegt. Der hat so